Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Julia Among the Stars mit dem Gecko-Climber. Wir sind in der letzten Folge auf Zenobia gelandet und konnten endlich abtauchen in die Tiefen des Ozeans und haben, hier einen ganz, ganz netten neuen Spielgefährten gefunden und einen Weg, wie wir ihn vielleicht uns vom Hals schaffen können. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Also. Lass es uns noch. Hoffentlich bist du die. Diesmal habe ich eine Idee! Tatsächlich, man glaubt es gar nicht. So, jetzt locken wir ihn an. Locken ihn nochmal an. Jetzt können wir uns hier ein Stück zurückziehen. Lass uns ein bisschen abwarten. So, da kommt es wieder. Ah, okay. Ja, es ist auf unsere kleine Falle hereingefallen. Erlaube mir, dich darüber aufzuklären, dass ich nicht besonders aufgeregt bin. So, und was soll man jetzt bitte tun? Wenn wir es jetzt hier... Morbot, schnell, mach die Tür zu. Bestätigt. Wir haben es geschafft. Das Ding ist isoliert. Es ist ziemlich sauer. Ich gehe nicht in die Nähe dieser Tür. Macht nix, wir haben es geschafft. So, okay. Können wir den benutzen? Was passiert dann? Im Ernst? Nach der ganzen Mühe sollen wir es jetzt einfach freilassen? Du hast recht, Julia. Ich war wohl nicht ganz bei mir. Hey, ich musste wissen, was passiert. Entschuldigung. So, okay, dann haben wir das hier jetzt geschafft. Jetzt sollten wir in Ruhe hier nach vorne kommen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie, da fehlt noch jemand oder was oder wie oder was auch immer. So, unsere Leiche. Beobachtung, die Brust wurde aufgerissen. Ich bin froh, dass wir es eingesperrt haben. Du wirkst beunruhigend ruhig, Rachel. Naja, wenn man den zeitlichen Ablauf der Expedition bedenkt, ist diese arme Seele schon vor langem gestorben. Ich frage mich, ob das Datapad immer noch funktioniert. Hey, dafür sieht aber ich doch gut aus. Also er ist noch schön beieinander, was das angeht. Normalerweise sehen die Wasserleichen, glaube ich, ein bisschen anders aus. Okay, Probe nehmen. Kommentar. Der Ort, an dem die Lebensform mit dem Körper verbunden ist, steckt voller winziger organischer Teile. Ich werde eine entsprechende Probe nehmen. Mobot, wieso änderst du deine Stimme? Wollen wir doch mal sehen, wie sich Technik von Yamabushi in extremen Bedingungen schlägt. So, okay. Bevor wir jetzt da hochgehen, wollen wir erstmal gucken, was wir hier Tolles haben. So, was sagt denn unser... Entschuldigung, ich muss nach hier oben ziehen. Piep, piep. So, bis zur Hälfte von etwas Unbekanntem aufgefressen. Die Knochen weisen einen interessanten Mangel an Trixaliumphosphat. In dieser könnte von außerirdischen Lebensformen absorbiert worden sein. Okay, das Vieh frisst Knochen. Wird leicht eklig, macht aber jetzt nichts. So, und jetzt wird's hier spannend. Okay, wir müssen wieder Minispiel spielen. Da ist nicht viel drin. Vielleicht hast du recht, Mobot. Nicht so schnell. Diese Muster sehen aus wie Sätze. Vielleicht können wir sie entschlüsseln. Siehst du das, was wie Satzzeichen aussieht? Ich sehe, was du meinst. Zeit für eine meiner Analysen. Okay, ich denke, jeder Buchstabe wird durch eine zweistellige Nummer dargestellt. Ich stelle dir eindeutige Nummern zur Verfügung. Jetzt legen wir das Alphabet darunter. In Ordnung. Als erstes wählst du eine der eindeutigen Nummern und verbindest sie mit einem Buchstaben. Überall dort, wo die Nummern im Code auftauchen, wird sie dann ersetzt. Verbinde so lange Nummern und Buchstaben, bis der Code übersetzt wurde. Kannst du mir auch zeigen, welche Buchstaben ich schon benutzt habe? Natürlich. Es tut mir leid, dass ich dir keine bessere Oberfläche bieten kann. Das passt schon so. Danke. Kann ich die hier irgendwie... Ah, nee, okay. So, dann machen wir mal die 36 für das...
Jetzt muss ich gerade mal gucken, was kommt denn jetzt so häufig vor? Die 94 könnte es eh sein. Da bin ich mir, glaube ich, sogar relativ sicher. Könnte das hier entweder ein die oder ein das sein? Es kommt noch so häufig vor. Die 74 vielleicht das R? Nee. Ein Wort im Deutschen mit, das ist 24. Nein, das ist nicht das R, das ist das N. 74 ist das N. Die 27 müsste dann das U sein. Die 98 ist dann das I. Dann ist die 17 aber das E. Mal gucken. Ja, gucken wir doch mal. 17 ist E. Nee. Oder wenn der die 93 das... Nee, die 36 ist definitiv das D. Aber hier mal auch dann wieder die 94 und... Nee, das stimmt alles nicht. So. Moment. Also. Jetzt schmeißen wir die hier noch mal kurz raus. So. Das Doof ist, dass ich hier jetzt nicht direkt sehen kann, wie D98. Gehen wir mal davon aus, das heißt die. Dann wäre die 17 das E. Und die 98 das I. So, und dann haben wir hier jetzt quasi ein Wort mit drei Buchstaben mit da haben wir jetzt ein Wort mit drei Buchstaben vorne und hinten dasselbe und ein Wort mit vier Buchstaben vorne und hinten dasselbe. So, boah, jetzt bin ich gerade am Überlegen.
Was fällt mein Dice ein, Mensch? Und hier mal ein Wort mit vorne einem und dann zweimal derselbe. See. Das ist das Einzige, was mir da einfällt. Warte mal. Das ist die 90 mit dem S und die 72 mit dem E. Das heißt, das I wäre verkehrt. Ich sehe halt leider auch keine Statistik, wie viele Buchstaben von welcher Sorte es hier gibt. Das funktioniert nicht. Nee, ich glaube, der See funktioniert hier auch nicht. Das D, bei dem bin ich mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher. Was ist, wenn die 74 unser D ist? So. Das wäre dann der hier oben. Die 27, 17, das könnte ja dann das. Die 27, die kommt. Oder ist die 27 das? Nee. Nee, die 27 muss eigentlich das N sein oder das M. Die 43 vielleicht das I. Ach, mir das Wort hier oben, das macht mich gerade fertig. Wir haben jetzt ein das Wort hier oben auch wieder. Das ist echt uncool. Also die zwei hier, ich glaube, die sind der Schlüssel. Weil die kriege ich hier jetzt gerade. Die zwei hier. Oh, was fällt man da gerade ein? Worte mit drei Buchstaben, dasselbe vorne wie hinten.
Ehe könnte es sein. Moment, dann wäre die 74 das E, die 27 das H. Gucken wir doch mal. So. Was sind viele Doppelte dabei? Da passt wird der hier nicht. Hier sitzt er auch wieder in der Mitte, aber mit, wenn er die 93 das D wäre. So, üb. So, die 98 könnte dann vielleicht das A sein. Die 94 dann vielleicht das S. Also ich guck gerade nach. Moment, der hier? Wo war denn noch? Da war noch irgendwo ein D mit drei Buchstaben. Irgendwo hatte ich noch da. D9894. Das könnte auch ein D sein. Wäre dann die 98 das I? Und die 94 das E. Eine. Okay. 17 könnte dann das R sein. Jetzt wird ein Schuh draus, Leute. Das R muss eigentlich die 73, oder? Die 19 ist auf jeden Fall das S. Ja, das passt hier schon mal. So, d-d-d-d-d-d-d-d. 97 ist das H, das müsste es, das hier ist, es sieht so aus. Die 90 ist auf jeden Fall mal das A, die 72 ist das U.
Zieg das Haar. Die 25 ist das T. Die 75 das O. Das O hatte ich jetzt auf der 27. So. Die 91 das B. Das könnte natürlich dann auch sein. Moment. Wir haben nun eine hoch 92 ist C. Die 17 ist definitiv das R. So. Die 36 wird zum W. Na, wir kommen dahin. Wir kommen dahin. Nein, du. 72 wird das L. L, 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 E. Böp. Die all unsere 12 ist das P. Problem 73. So, die 95 ist das S. Nein. Die 19 muss das S sein. Die 71 wird zum K. K. Hochleistungs... So, die 96 muss dann das G sein. Die alle unsere Probleme Es muss die 19 sein. Wir haben dann eine lösen kann. Es sieht so aus, als wären dort im die 95 kriegt das F. Es wären die Wesen dort empfindsam und als könnten sie sich über unsere Aktiv 34 kriegt das V. Aktivitäten dort unterhalten. Das können wir nicht. What the fuck? Schreiben die da? Zulassen. Das haben wir. Wir haben nun eine Hochleistungswaffe, die alles Probleme auf dem Waldplaneten lösen kann. Es sieht so aus, als wären die Wesen dort empfindsam und als könnten sie sich über unsere Aktivitäten dort unterhalten. Das können wir nicht zulassen, nicht wahr? Die Waffenteile werden unter Wasser getestet. Sobald wir eine passende Umgebung gefunden haben, werden wir die Waffe zusammensetzen und einen Testlauf durchführen. Hoffen wir, dass wir das Problem lösen können, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Julia hat gesagt, dass diese Wesen alle an einem bestimmten Ort isoliert sind. Wir können sie also alle mit nur einem Schuss kriegen. Das muss es sein. Moment, habe ich das gerade richtig gelesen? Ja, ich habe es gerade eben auch nochmal. Also wir haben eine Hochleistungswaffe, die all unsere Probleme auf dem Waldplaneten lösen kann. Es sieht so aus, als wären die Wesen dort empfindsam und könnten sich über unsere Aktivitäten dort unterhalten. Das können wir nicht zulassen, nicht wahr? Die Waffenteile werden unter Wasser getestet. Sobald wir eine passende Umgebung gefunden haben, werden wir die Waffe zusammensetzen und einen Testlauf durchführen. Hoffen wir, dass wir das Problem so lösen können, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Julia hat bestätigt, dass diese Wesen alle an einem bestimmten Ort isoliert sind.
Wir können sie also alle mit nur einem Schuss kriegen. Boah, das ist krass. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt draus passieren wird. Was wird da jetzt weiter passieren? Wir werden mal schauen. Okay, aber in der nächsten Folge dann. Wir haben jetzt die ganze Folge mit diesem elenden Rätsel hier verbracht. Jetzt werden wir mal schauen, was jetzt hier passieren soll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!